Berechne den Steigungswinkel Alpha der geraden G mit y ist gleich 2x plus 3. Um den Steigungswinkel zu berechnen, können wir eine ganz einfache Formel hernehmen. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 12. Da heißt es, der Tangens des Steigungswinkels Alpha ist gleich der Steigung der dazugehörigen Geraden. Alpha ist ja gesucht und das m kriegen wir aus der Geradengleichung. Wenn es in allgemeiner Form vorliegt, haben wir ja y ist gleich m mal x plus t. Und dieses m entspricht dem Zahlfaktor vor der Variablen x. Also setzen wir einfach ein. Tangens von Alpha ist gleich 2. Und das lösen wir noch nach Alpha auf. Also ist Alpha Tangens hoch minus 1 von 2. Und das sind ungefähr 63,43 Grad. So, wo liegt jetzt eigentlich dieser Steigungswinkel Alpha? Dazu zeichnen wir diese Gerade mal in unser Koordinatensystem ein. Das geht sehr einfach, indem wir die Zahl ohne Variable als y-Achsenabschnitt hernehmen, also als Schnittpunkt der Gerade mit der y-Achse. Und das ist jetzt hier bei plus 3 der Fall. Dann gibt es hier eine sehr einfache Möglichkeit, einen zweiten Punkt einzuzeichnen, indem wir sagen, wir gehen eine Längeneinheit nach rechts und jetzt entsprechend des Zahlfaktors Vx nach oben bzw. nach unten. Hier ist der Zahlfaktor plus 2, also gehen wir auch plus 2 nach oben und erhalten dann hier den zweiten Punkt. Durch diese zwei Punkte zeichnen wir jetzt unsere Gerade. So, und der Steigungswinkel Alpha liegt jetzt zwischen der x-Achse und der Geraden bzw. aller Parallelen zur x-Achse und der Geraden. Also zum Beispiel auch durch diese Parallele zur x-Achse. Damit haben wir hier ebenfalls den Winkel Alpha. So, jetzt habe ich hier mein Steigungsdreieck schon eingezeichnet. Um jetzt diesen Winkel Alpha berechnen zu können, nehme ich genau dieses Steigungsdreieck her. Ich habe ja gesagt, ich bin eine Längeneinheit nach rechts gegangen und entsprechend dem Zahlfaktor für x nach oben. Also 2. So, hier haben wir jetzt ein rechtwinkliges Dreieck. In Bezug zu diesem Winkel Alpha, zum Steigungswinkel, ist die Gegenkathete bekannt und die Ankathete bekannt. Und die Gleichung, die mit Gegenkathete und Ankathete arbeitet, das ist nichts anderes als der Tangens. Also Tangens von Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Und wenn wir einsetzen, die Gegenkathete war 2 und die Ankathete war 1 und 2 durch 1 ist nichts anderes als 2 und damit erhalten wir genau die Gleichung, die wir hier oben schon hatten.